Guten Morgen, ihr Lieben. Wir schauen heute mal rein, wie die Zusatzbotschaft zur Tagesenergiebotschaft ist. Die Tagesenergiezahl ist heute die 986 und sie bedeutet, dass eine Lebenslektion ganz abgeschlossen ist oder kurz davor ist, abgeschlossen zu werden. Wir haben passend dazu hier den Eremiten mit der Zahl 9, die auch für Integrität steht, für authentisches Sein und für die eigene innere Weisheit. Und wir haben die 9 der Münzen, die 4 der Münzen, die für Stabilität stehen. Also hier kommt ganz, 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 ganz viel Stabilität ins eigene Sein rein, in die Erfüllung deiner eigenen Wunschträume. Du wirst hier wirklich lukrative Angebote erhalten, wenn du dich traust, aus deinem eigenen Ich heraus zu handeln. Und du wirst auch Stabilität erfahren, wenn du dich auf deinen eigenen inneren Kompass verlässt. Mit der Eremitenkarte ist es hier eine wirklich feste Angelegenheit, im eigenen Selbst verankert zu sein. Wirklich walk as you talk, sagt man im Englischen, also wirklich ein authentisches Leben zu bevorzugen, dahin zu gehen, wo dein Herz dich hinruft und auch wirklich dein Wissen, was du im Kopf hast, in Weisheit zu übersetzen im Alltag. Darum geht es jetzt. Es geht darum, dass du lernst, dir selber stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, sei es nun finanziell oder wie du deinen Alltag gestaltest, mit wem du abhängst, Freunde, Arbeit, Familie, zu Hause so ungefähr. Suche dir deine Themenkomplexe aus, so wie 4 Stuhlbeine und sorge dafür, dass du überall gut dastehst. So. Der Eremit weiß nämlich, was er möchte, er weiß, wohin er möchte. Und wie gesagt, in Kombination mit der Tagesenergiezahl ist heute angezeigt, dass hier wirklich eine Lektion abgeschlossen worden ist. Es kann auch sein, dass du einfach über jemanden hinweg bist und dein Leben wieder in den Griff bekommen hast, dass du Herzschmerz transformiert hast in Stabilität, dass du, wenn Steine nach dir geworfen worden sind, jetzt lernst, dir daraus den Weg zu pflastern, auf dem du gehst. All das, was du in deiner Vergangenheit erfahren hast, sorgt dafür, dass du ein stabiles Mindset bekommst und dass dir dann auch ein Licht aufgeht, wie du damit arbeiten kannst. Ich wünsche dir alles Gute, einen wunderschönen Tag, gehab dich wohl. Und wenn du magst, sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann, ciao.